Hallo, mein Name ist Holger Karl. Ich werde mit Ihnen in diesem Wintersemester 2020-21 die Vorlesung Distributed Systems oder verteilte Systeme durchführen. In diesem ersten kleinen Screencast möchte ich Ihnen erklären, worum es in dieser Vorlesung geht und wie wir sie administrativ und organisatorisch abwickeln, insbesondere wie wir mit der Tatsache umgehen, dass es um eine Online-Vorlesung geht, die wir ohne Präsenzveranstaltung durchführen werden. Soweit das zum momentanen Zeitpunkt Anfang September tatsächlich abzusehen ist. Als kleine Vorstellung, wie wir sind, wie gesagt, mein Name ist Holger Karl. Ich bin seit über 15 Jahren hier in Paderborn an der Universität im Institut für Informatik und leite dort das Fachgebiet Rechnernetze. Sie sehen die E-Mail-Adresse, unter der Sie mich erreichen können. Es gibt sogar eine Büronummer, was zu Corona-Zeiten natürlich nur bedingt relevant ist. Wenn Sie mich sprechen wollen, empfehle ich, senden Sie mir eine E-Mail, machen einen Termin aus und dann können wir uns online oder offline treffen. Hier ist auch noch eine Webseite, unter der Sie unsere Arbeitsgruppe anschauen können, was unsere tatsächlichen Arbeitsgebiete in der Forschung und in der Lehre jeweils sind. Wenn Sie sich dafür interessieren, was wir in der Arbeitsgruppe an Forschungsthemen bearbeiten, dann kann man das zusammenfassen als die Architektur und die Protokolle von Kommunikationssystemen im weitesten Sinne. Das kann reichen von kleinen, drahtlos kommunizierenden, eingebetteten Systemen, wie Sie sie etwa in Ad-hoc-Netzen für Audiokommunikation finden würden. Verteilte Mikrofone ist ein Beispielthema, das wir uns anschauen. Über die Vernetzung innerhalb eines Rechenzentrums bis hin zu Weitverkehrsnetzen oder zu großen zellularen Mobilkommunikationssystemen. Dabei interessiert uns die Struktur, der Entwurf, die Leistungsbewertung oder auch die prototypische Implementation und experimentelle Leistungsbewertung solcher Systeme. In der Lehre befinden Sie sich jetzt hier in diesem fünften Semester. Sie haben eine Veranstaltung KMS oder inzwischen heißt sie ja SSSP gehört. Sie sind jetzt im fünften Semester. Und in diesem Wintersemester wechsle ich ab, eine Vorlesung Rechnernetze und eine Vorlesung verteilte Systeme. Die Rechnernetze ist eine Vorlesung, in der es um die Vernetzung an sich geht. Wenn Sie das in den ISO-OSI-Strukturbild einbauen wollen, dann wäre die Rechnernetze eine Veranstaltung, die etwa von Schicht 1 bis Schicht 4, vom physikalischen Layer bis zum Transport-Layer, sich bewegt. Die verteilte Systeme sitzt in einem gewissen Sinne weiter oben. Ist eine im ISO-OSI-Modell eine Anwendungsschichtvorlesung. Hier geht es darum, was macht man mit einem System, das bereits vernetzt ist? Wie kann man daraus sinnvolles Verhalten gestalten, erzielen, wenn die Vernetzung bereits gegeben ist? Man allerdings auch mit den möglichen Fehlern und Unzulänglichkeiten eines vernetzten Systems umgehen muss. Wir bauen also aus dem vernetzten System ein tatsächlich verteiltes System. Dazu kommen gleich noch ein paar Worte mehr. Naja, und obendrauf sitzen dann natürlich die üblichen Veranstaltungen wie Proseminare, Seminare und Projektgruppen später im Master. Und es gibt im Master noch drei weitere Veranstaltungen. Eine Vorlesung Mobile Communication, die sich, wie der Name sagt, auf die drahtlose mobile Kommunikation bezieht. Es gibt eine Veranstaltung Future Internet, die Gedanken sowohl der Rechnernetze als auch der verteilten Systeme fortführt und vertieft und auf aktuelle Entwicklungen eingeht, die im Moment in der Forschungslandschaft bestehen. Und es gibt eine etwas separat stehende, eher methodisch orientierte Veranstaltung, das ist die Empiric Performance Evaluation. Das ist die Frage, wie können Sie ein solches System wie ein Rechnernetz, ein Internet, ein verteiltes System, wie können Sie eine Leistungsbewertung dafür durchführen, wenn Sie das System nicht analytisch beschreiben können durch geschlossene Formeln, wenn Sie es aber auch nicht experimentell handhaben können, dann brauchen Sie Simulation als das wesentliche Werkzeug. Und um Simulationen sinnvoll zu betreiben und sinnvoll auszuwerten, brauchen Sie ein gerütteltes Maß an Statistik. Und genau darum geht es in dieser Veranstaltung hier, die Technik der Simulation und ihre statistische korrekte Behandlung. Das ist der Vorlesungskanon, das ist der Vorlesungskatalog. Viele von Ihnen werden mich bereits aus der KMS oder der SSSP kennen und hoffentlich auch ungefähr mit meinem Vorlesungsstil dann vertraut sein. Hier online wird das natürlich deutlich anders sein. Dazu kommen gleich noch ein paar Worte mehr. So, ein paar Worte noch dazu, worum es in dieser Vorlesung geht. Ich habe Ihnen ein paar Zitate herausgesucht, wie der Begriff eines verteilten Systems, eines Distributed Systems, verschiedentlich besprochen wird. Herr Tenenbaum sagt dazu: A distributed systems is a collection of independent computers that appears to its users as a single coherent system.
Da stehen zwar ein paar interessante Worte drin. Das ist erstmal independent. Das sind voneinander unabhängige Einheiten. Jeder für sich kann eigenständig independent agieren. Aber nach außen hin, zu einem Benutzer hin, erwecken sie den Anschein, als seien sie ein einzelnes System, das sich in irgendeinem Sinne kohärent verhält. Also Sie sehen hier sofort in diesem ersten Zitat schon den Widerspruch. Sie haben einmal die Independenz, die Unabhängigkeit der einzelnen Teilnehmer versus das Gesamtbild eines kohärenten Systems. Manchmal sieht man hier auch den Begriff Single System Images, das Bild, das Abbild des Anscheins eines einzelnen Systems. Henry Bahl sieht das so: A distributed computing system consists of multiple autonomous processors. Das entspricht dem Independent Computers hier oben. They do not share primary memory, but cooperate by sending messages over a communication network. Also wir haben ein Kommunikationsnetz zwischen unseren autonomen Prozessoren, Teilnehmern, Knoten, Rechnern, das spielt keine Rolle. Und der wesentliche Punkt ist die Art und Weise, wie sie miteinander kommunizieren und kooperieren können. Es ist die Kooperation jenseits der bloßen Kommunikation. Es ist das Zusammenarbeiten zu einem gemeinsamen Zweck, indem sie Nachrichten austauschen. Wir können nicht auf einen gemeinsamen Speicher zugreifen, sondern wir müssen uns Nachrichten zusenden. Und als letztes noch die Sichtweise von Leslie Lampert, das ist der LaTeX-Lampert. A distributed system is one in which the failure of a computer, which you didn't even know existed, can render your own computer unusable. Das ist der leicht zynische oder leicht sarkastische, die leicht zynische oder leicht sarkastische Sichtweise, dass es zwar die Unabhängigkeit im Prinzip vielleicht existiert, aber de facto ja doch Abhängigkeiten eingeführt werden, sodass irgendetwas anderes meinen eigenen, an sich ja eigentlich unabhängig arbeitenden Rechner eben nicht mehr benutzbar macht. Wir werden uns in genau diesem Spannungsfeld bewegen, aus der Unabhängigkeit durch Kooperation ein gemeinsames Bild zu erschaffen, und Failure, Ausfälle unterschiedlicher Formen werden uns dabei immer wieder das Leben schwer machen und werden die eigentliche Herausforderung darstellen. Damit haben wir schon zwei wesentliche Punkte. Es sind zwei Punkte, die zueinander im Widerstreit stehen. Es ist einmal die Autonomie. Sie haben eigenständige Einheiten, die füreinander unabhängig, voneinander unabhängig arbeiten. Aber wir unterstellen Kooperativität. Wir unterstellen, dass sie gemeinsam zusammenarbeiten wollen und nicht antagonistisch gegeneinander arbeiten. Es ist eine Idee, dass wir gemeinsam einen Zweck erzielen wollen. Diese einzelne Einheit ist, Bahl hat von Processors geredet, ich würde hier typischerweise unterstellen, dass es wir eigentlich mit einer vollständig ausgestatteten, kompletten Rechner, mit Betriebssystem und so weiter zu tun haben, sodass wir uns um Dinge wie Scheduling auf Prozessorebene, auf Prozessebene keine Gedanken machen müssen. Das haben andere Vorlesungen wie die SSSP erledigt. Andererseits, im Widerspruch zur Autonomie oder im Konflikt mit ihr, steht die Vorstellung von Transparenz. Die Vorstellung, dass ich zwar diesen einzelnen Systemen habe, aber ein gemeinsames System bauen will, das für den Benutzer in seiner Zusammengesetztheit als solches nicht erkennbar ist. Das meint man mit Transparenz, es ist durchsichtig, ich kann es nicht sehen, dass es sich um ein zusammengesetztes System handelt. Die Argumentation ist, das geht den Nutzer nichts an, es ist auch nicht seine Sorge, braucht ihn nicht zu kümmern, dass es sich um ein zusammengesetztes kooperierendes System handelt. Ich möchte als Benutzer eigentlich die Vorstellung haben, ich habe es mit einem System zu tun, das für mich etwas Sinnvolles tut. Und wie gehen wir damit um? Wie erreichen wir das? Das ist das Ziel letztlich dieser Veranstaltung. So, damit geht es darum, genau diese Kooperation zu erzielen. Es geht weniger um die Kommunikation an sich, sondern wie ich daraus ein gemeinsames sinnvolles System bauen kann. Wir schauen uns sowohl an theoretische, grundlegende Aspekte, wir werden uns zum Beispiel auch über Unmöglichkeitsresultate unterhalten, was geht beweisbar nicht, aber wir werden auch sehr viel praktische Aspekte uns anschauen, wir werden einiges an Fallbeispielen, an Fallstudien uns anschauen, wie konkret reale Systeme ein bestimmtes Problem lösen, Dinge, die Sie in Ihrem späteren Berufsalltag in der einen oder anderen Form sicherlich wiederfinden werden. Idealerweise schaffe ich es auch, Ihnen den Zusammenhang zu erklären, wie verschiedene theoretische Aspekte, mögliche Schranken, Unmöglichkeiten sich in Entwurfsentscheidungen für konkrete Systeme wiederfinden. Das müssen Sie mir am Ende des Semesters sagen, ob das funktioniert hat. Ausdrückliches Nicht-Thema ist die Kommunikation an sich.
Wenn Sie eine Vorlesung Rechnernetze schon gehört haben, ist das sicherlich nicht falsch. Das ist aber auch absolut nicht notwendig. Ja, wir können uns hier auf ganz einfache Modelle zur Kommunikation, zum Datenaustausch zurückziehen. Wir werden Nachrichten schicken, wir werden hoffen, dass die ankommen und manchmal werden sie halt nicht ankommen. Und das ist im Prinzip alles, was wir als Modellvorstellung hier brauchen. Wir werden auch nicht im eigentlichen Sinne eine Vorlesung zu verteilten Algorithmen machen. Wir werden gelegentlich den einen oder anderen verteilten Algorithmus besprechen. Wir werden keine Beweise führen. Wir werden uns das anschauen, wie das funktioniert. Aber es ist nicht der Fokus dieser Veranstaltung. Es ist auch keine Veranstaltung zum parallelen Rechnen. Ein Parallelrechner ist im Sinne der Definition sicherlich ein verteiltes System. Besteht aus einzelnen Einheiten, kooperativ, zusammenarbeitend. Aber das ist eigentlich nicht der Punkt hier. Parallelrechner sind sehr viel spezialisierter, auf einen sehr viel kleineren Zweck hin, numerisches Rechnen hin ausgelegt, als die Systeme, die wir uns hier anschauen. Und es ist auch keine Programmiervorlesung, auch wenn ich gelegentlich mal etwas über konkrete Umsetzungen erzähle. Ich gehe natürlich davon aus, dass Sie programmieren können, um einige der Fallbeispiele und auch um das Projekt durchzuführen. Damit hat die Vorlesung dann folgende Struktur. Wir gehen von einem Systemkontext aus, der Ihnen sicherlich schon vertraut ist, die Vorstellung von Client-Server-Systemen. Dazu werden wir uns HTTP als eines der wichtigen Fallbeispiele anschauen. Wir schreiten vor zu nicht-Client-Server-basierten Systemen. Wir schauen uns andere Interaktionsmodelle an, wie man das organisieren kann. Beispiele werden sein Gruppenkommunikation oder Peer-to-Peer-Systeme. Ein großer Teil wird Distributed Data Storage sein, das verteilte, replizierte Ablegen von Daten und Transaktionen darauf. Wir werden immer wieder über größere Fallbeispiele nachdenken und Virtualisierung werden wir behandeln, sofern es die Zeit erlaubt. Realistisch wird das allerdings nicht dazu kommen, sodass wir den Teil hier vermutlich weglassen und dann noch zum Schluss etwas über Big Data und Machine Learning in einem verteilten Kontext zu reden. Wie können Sie Big Data Probleme in einer verteilten Umgebung realisieren? Was ist ein geeignetes Programmiermodell? Was ist eine geeignete Infrastruktur unten drunter, um das zu verwirklichen? So, damit wären wir dann im Organisationsteil. Wie führen wir das durch? Der momentane Plan ist, ich betone ausdrücklich, es ist der momentane Plan. Der momentane Plan ist, einen sogenannten Flipped Classroom durchzuführen. Ich werde die Vorlesungsteile als Screencasts vorbereiten. Die Folien dazu haben Sie bereits über Panda zugänglich. Sie liegen eigentlich in der Dropbox, aber über Panda verlinkt. Wenn ich in den Vorlesungen, in den Screencasts hier irgendetwas aufschreibe, irgendetwas notiere, in den Folien irgendetwas einzeichne, dann werde ich auch das alles zugänglich machen, sodass Sie keine Sorgen haben müssen, dass irgendetwas auf eine Tafel geschrieben wird, die Sie nicht sehen. Das ist alles zugänglich, sowohl hier im Screencast als auch als Offline-PDF dann verfügbar. Alles das wird über Panda zugänglich gemacht. Die Screencasts werden wir vermutlich nur über Panda verlinken, aber auf eine separate Plattform einstellen. Panda ist für Videos nicht gut geeignet. Zusätzlich machen wir in den eigentlichen Zeitschlitzen, die für die Vorlesung vorgesehen waren, laut ursprünglicher Terminplanung, machen wir Frage- und Antwort-Sessions. Das Modell kennen Sie bereits aus der SSSP vom letzten Semester und sicherlich auch aus anderen Veranstaltungen. Ich kann Sie nur ermuntern, zu diesen Frage- und Antwort-Sitzungen zu kommen. Sinnvollerweise und eigentlich auch unverzichtbarerweise haben Sie vorher sich die entsprechenden Screencasts angeschaut. Ich werde dieses Semester stärker klar machen, welche Veranstaltungen in welcher Q&A-Sitzung besprochen werden sollen. Nichtsdestotrotz, wenn es dazu keine Fragen gibt, können Sie auch zu anderen Vorlesungsteilen Fragen stellen. Das ist kein Problem. Aber ich bitte nochmal darum, Sie müssen das Material vorher angeschaut haben. Ich werde nicht die Videos noch einmal in diesen Frage-Antwort-Sitzungen erzählen. Das wird vermutlich über BBB, Big Blue Button, passieren. Da möchte ich Sie bitten, auf Panda zu schauen und die aktuellen Informationen zu verfolgen. Zusätzlich zu den Vorlesungen gibt es Hausaufgaben, ganz klassisch. Ganz klassische Hausaufgaben, die PDFs dazu sind bereits in Panda verfügbar. Das bitte ich Sie, sich anzuschauen. Auch dazu werden wir die Lösungen besprechen in BBB oder was auch immer. Aber dazu gibt es keine Bonuspunkte, die werden nicht eingesammelt, die werde ich nicht korrigieren. Das funktioniert, das passiert alles nicht.
Es gibt ein paar praktische Aspekte dabei, die auch mit konkreten Programmierungen zu tun haben. Das ist letztlich in Ihrer eigenen Verantwortung, sich das anzuschauen oder auch nicht anzuschauen. Zusätzlich sind in Panda noch neben diesen klassischen Hausaufgaben ein paar Selbsttests eingebaut. Das sind Panda-Quizzes. Das meiste davon sind Multiple-Choice-Fragen. Das ist eher zur Selbstkontrolle des Lernfortschritts gedacht. Ob Sie prinzipiell tiefgreifende Wissenslücken haben, denken Sie nicht, dass Sie die Prüfung mit einer 1-0 bestehen werden oder überhaupt bestehen werden, nur weil Sie alle Multiple-Choice-Fragen beantworten können. Das ist sicherlich nicht der Fall. Zusätzlich gibt es zur Vorlesung und zu den Hausaufgaben ein Projekt, falls Sie die 6ECTS-Version machen. Dazu brauchen Sie eine Studienleistung und das werden wir in der Form eines Mini-Projektes durchführen. Ich verstehe, dass das in Corona-Zeiten nicht ganz einfach wird, aber auch das werden wir schaffen. Ich würde empfehlen, dass Sie sich in Gruppen von etwa 3 bis 4 Studenten zusammenfinden. Wenn es 2 oder 5 sind, soll mir das auch recht sein, aber 3 bis 4 scheint mir eine sinnvolle Größe zu sein. Und Ihre Aufgabe ist eine ganz einfache. Bauen Sie mir eine 3-Tier-Web-Anwendung mit allem drum und dran. Mit einer schönen Frontend, das im Browser läuft, mit einem schönen Backend, mit einem Webserver, mit einem Webframework, mit einer Datenbank dahinter, mit einem Load Balancer, machen Sie eine Fault Injection und schauen Sie, ob das System weiterläuft. Und wenn Ihnen das im Moment noch alles unklar ist, was da passiert, kein Problem, das werden wir alles im Laufe der Vorlesung relativ am Anfang besprechen, sodass Sie genug Zeit haben werden, sich zum Ende des Semesters oder bereits etwa nach einem Drittel des Semesters um das Mini-Projekt zu kümmern. Wir werden dazu auch Zeiten vereinbaren, sodass Sie online Ihren Fortschritt vorstellen können. Was haben Sie erreicht? Was wollen Sie noch tun? Was ist das angestrebte Ende? Wir werden mindestens einen Termin während des Semesters dazu machen und wir werden zum Ende des Semesters eine Abschlusspräsentation von jedem Projekt machen. Natürlich alles online, vermutlich in BBB. Details dazu können wir gerne noch weiter besprechen. Und dann gibt es noch eine Prüfung. Voraussichtlich bei der momentanen Zahl an Einschreibungen in Paul werden wir das als eine mündliche Prüfung durchführen. Das wird von der Anzahl der Teilnehmer in Paul abhängen. Das werde ich in den ersten 3 Wochen bekannt geben. Sollten wir eine schriftliche Prüfung durchführen, dann ist Ort und Zeit noch unklar. Wie üblich werden wir die erste Klausur relativ zeitnah nach Ende der Vorlesungszeit machen, die zweite zum Ende der semesterfreien Zeit. Das müssen wir aber uns noch anschauen. Auch da halte ich Sie per Panda auf dem Laufenden. Aber egal, wie wir die Prüfung durchführen, sei es als mündliche Prüfung oder als schriftliche Klausur, sowohl das Material der Vorlesung selbst als auch der Heimübung ist relevant für die Klausur bzw. die Prüfung. Beides, alles ist prüfungsrelevant. Übungsblätter kommen in den Prüfungen vor. Okay? Letztlich noch zum Material. Es gibt kein dediziertes Skript. Die Folien sind bereits in Panda verfügbar und Sie bekommen die Screencasts. Dennoch ist es sicherlich eine gute Idee, wenn Sie sich vielleicht noch das ein oder andere Lehrbuch dazu anschauen. Es gibt wie immer kein ideales Lehrbuch dazu. Es gibt aber 2, die nicht schlecht sind, auch wenn sie etwas altmodisch sind. Das ist zum einen das Buch von Steen und Hennenbaum zu Distributed Systems oder tatsächlich noch etwas älter, das Buch von Coloris, Distributed Systems. Im Moment würde ich für die meisten Kapitel eher zu einem Steen und Hennenbaum Buch raten. Es gibt noch eine Mendeley-Gruppe, es gibt auch zu allem Material, dass wir allen Themen, die wir hier besprechen, reichlich Material online verfügbar. Bei Bedarf sagen Sie Bescheid, ich kann gerne weiteres Material zur Verfügung stellen, wenn Sie denken, dass Sie an irgendeiner Stelle tiefer nachlesen möchten. Dann kann es noch sein, dass wir ein paar der Online-Question-and-Answer-Q&A-Sitzungen ausfallen lassen müssen. Das ist im Moment unmöglich vorherzusagen. Das werde ich Ihnen jeweils über Paul und Panda mitteilen. So, und damit sind wir eigentlich am Ende. Sie haben hier nochmal die beiden Referenzen auf die beiden Bücher. Sie sehen, das Coloris-Buch ist von 2011, wirklich nicht mehr sehr aktuell. Das Tenenbaum-Steen-Buch ist etwas neuer. Generell werden Sie an allen Kapiteln hier am Ende diese Material-Section sehen mit den Referenzen, die in den Folien vorkommen. Und Akronymen haben wir hier jetzt keine. Aber diese Struktur werden Sie mal finden.
So, ich hoffe, damit die ersten wichtigen Fragen zur Organisation, zur Durchführung der Veranstaltung beantwortet zu haben. Ansonsten bleibt mir noch auf die Interaktion in Panda hinzuweisen. Insbesondere, es gibt auch in Panda schon verlinkt einen Chatkanal für diese Veranstaltung als Zulip-Chat. Auch da kann ich nur sehr dazu raten, nutzen Sie das. Ich werde mich bemühen, das zeitnah jeweils zu beantworten. Nutzen Sie diese Chatmöglichkeit. Und dann freue ich mich mit Ihnen zusammen auf diese Veranstaltung.